Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Na, steht er. Hattest du zufällig etwas gebaut, um Eisen zu schmelzen? Mike? Hä? Hattest du was gebaut, um Eisen einzuschmelzen? Also hier? Nein. Okay, dann lass mal eine Runde schlafen gehen. Geben die anderen Störtling Kors. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, Käffchen. So, dann können wir auch gleich mal kurz noch nach den Zwiebeln gucken. Unser aktueller Plan ist immer noch 9 Eisen zu finden. Was ja dank der Wünschelrute echt entspannt sein dürfte. Ich glaube, in der Truhe hinten sind, glaube ich, schon 20 Eisen drin. In welcher Truhe? Drüben. Wo drüben? Ja, da, wo wir eben gerade waren. Im Sumpf. Was, im Sumpf? Nö. 11 Eisen sind da drin. Die habe ich da gerade reingetan. Waren ja auch in der Sumpftruhe. In welchem Sumpf? Da, wo wir eben waren. Da, wo wir gerade herkommen? Nein, da sind 11. Außer du hast da auch nochmal welche reingetan. Ich hab da auch nochmal 9 Stück reingetan. Und dann sind da 20 drin. Ja. Ah ja, dann? Das sag ich ja die ganze Zeit. Ja, sag das doch. Hab ich. Warum sagst du es denn nicht? Hast du 20 Steine dabei? Ja. Ja, optimal. Ich bin aber ins falsche Portal gegangen. Ja, das ist nicht so optimal dann. Nicht? Nee. Muss schon ins Richtige gehen. Nein, das hier. Und das, wo Sumpf dran steht. Wo denn sonst rein? Also ich meine, wenn du den Sumpf willst, musst du... Ja, gerne doch. Habe ich doch gerne gemacht. Hast du Kohle einstecken? Wir haben keine Kohle mehr. Klar, ich hole mal ein bisschen Kohle. Hier ist nur Silber, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich ordentliche Kohle haben. Hier haben wir keine Kohle. Hier haben wir einen Stein, den wir mitnehmen. Und 20 Pfeile. Ich hab doch eben irgendwo Kohle hingestopft. Aber wo? Das sind die wichtigen Fragen. Wo? Vermutlich haben wir keine Kohle mehr, wie ich bereits erwähnte. Nein, hier habe ich Kohle hin. Du trägst zu viel, ja. Kann gar nicht sein. Ich bin nur zu langsam. Und schaffen wir es bis dahin? Und können wir da Holz reinstopfen? Ja. Dann haben wir genug. Dann gehen wir nämlich kurz rüber, schmeißen die 30 Kohle da schon mal rein. Dann kann das schon mal anfangen zu schmelzen. Und dann können wir da mal ein bisschen ganz entspannt machen, diese Schmelzung. Und dann kann der Mike sich gleich seine Axt bauen. Was ja ziemlich gut ist dann. So, Kohle rein. Ich schau mal parallel, was ich brauche, um meinen Knüppel aufzurüsten. Ah, das hier ist ja die Schmiede. Aufwerten. Bronzeknüppel. Vor allem brauche ich Level 2. Oh, eine ganze Menge an Zinn und Bronze, würde ich sagen. Auch wieder blöd. Was brauchen wir denn für Level 2 bei dem? Dexel, Werkbankverbesserung. Nein, wir wollen Schmiedeverbesserung. Wir wollen die Schmiede und die wollen wir verbessern. Da ist die Schmiede. Blasebalg. 4 Ketten. Mal Geister töten oder was? Ich hab noch 4 Ketten anstecken. Ja, das ist doch optimal. Da brauchen wir noch ein paar Felle dann. Wie, was für Felle? Irisch. Bist du noch drüben? Dann sag ich dir gerade. Warte. Wir
Wir brauchen 5 Hirschfälle. Und 5 Holz, aber die habe ich auch einstecken. Warte, nicht so schnell. Not Alles so gut. Wir brauchen nur die 5 Hirschfälle. Ui, es ist wieder... Ich habe hier wieder den Monsterhirsch gekillt. Ja, 5 Hirsch. Passt. Ich habe hier den Monsterhirsch gerade gekillt, der 8 Fleisch gegeben hat und 4 Holz. Jo. Kein Fell. Fell, nicht Holz. Warum sollte der Holz geben, Jasche? Ein bisschen Zinn kloppen. Genji. Weit, weit weg, dass ich auch ja Platz im Inventar nicht haben kann. So. Hast du auch ja? Kein Platz im Inventar hast. Warte, ich bin gleich da. Hallo. Danke sehr. Bitteschön. Die tue ich mal raus, den tue ich mal raus, den tue ich mal raus. Ich glaube, ich sollte die Schmiede anders hier hinstellen. Aus Gründen. Hä? Könntest du mir das Kupfer wiedergeben? Danke. Wächst da unten drunter einfach ein Pilz. Ja, hier wachsen überall Pilze, das ist irgendwie... Die Hütte ist etwas zu klein jetzt für das Ganze. Ja, hast du gebaut, die Hütte. Ich weiß. Als ob du eine Hütte baust. Die 4 Ketten bräuchte ich noch. Du hast 4 von mir gekriegt. Ketten. Ich hab Felle bekommen, aber Ketten nicht. Ach, hier draußen liegen sie. So, dann können wir den Blasebalg bauen. Wenn er hier dann irgendwo hinpasst. Stellen wir ihn ganz natürlich da hin. So. Dann können wir tatsächlich unseren Spreitkolben ab. Wir brauchen aber 4 Bronze dafür. Das heißt, wir brauchen 3, 6, also 5 Kupfer noch und 4 Zinn. Zinn, kleinstes Problem, liegt ja hier überall rum. 4 Zinn. Hätte man nicht mal machen müssen, wir haben ja hier drüben noch 4 Zinn liegen. Da war nur 3. So, da oben gibt es Kupfer, wenn ich das richtig markiert habe. Wobei, nee, das ist wahrscheinlich eher ein Dungeon, oder? Das ist eine Trollhöhle. Da steht Karte. Das heißt wahrscheinlich Kupfer. Ich wüsste nicht, warum ich einen Punkt markieren sollte, den ich Karte nenne. Aber hey, man weiß ja nie. Auf alle Eventualitäten vorbereitet. Hallo Hirsch. Oh, die Disteln sammeln wir natürlich auch kurz mal ein. Scheinbar wollte ich doch einen Punkt machen, der Karte heißt. Aus mir unempfindlichen Gründen, aber hey. So, aber ich möchte Kupfer haben. Das wird es ja wohl auch irgendwo geben. Ich meine, es ist ein Dunkelwald und im Dunkelwald gibt es nun mal Kupfer. Das sieht doch vielversprechend aus. Yep, das ist ein bisschen Kupfer. Ja, ein bisschen. So, 3 Vorkommen. Würde ich sagen, nehmen wir mal so viel mit, wie wir tragen können. AKA gar nichts, wenn ich mein Inventar so angucke. Aber wir schmeißen einfach Steine raus, dann geht das schon. Ich meine, Steine brauchen wir jetzt nicht gerade. Na, haben wir schon 3. So. Schön weiter drauf einkloppen.
Nein, nerv jetzt nicht. Ja, okay, bring ich dich kurz um, mein kleiner Krautzwerg. Oh, du bist ein großer Krautzwerg. AKA ein Berserker. Und noch einer. Ist hier Berserker-Gruppentreffen oder was? Ja, du bist tot. Blöd gelaufen für dich. Tut mir fast leid. Aber Betonung liegt auf fast. Ja, Steine rausschmeißen. Ja, was wiegt denn einer? 10. Was wiegt ein Stein? 2. Können wir direkt heimgehen. Moment, wir sollten das Ganze markieren. Kupfer. Ach, da hinten wäre auch Kupfer gewesen. Ab ans Lagerfeuer. Ey, wir haben keine Kohle mehr. Ja, wir haben extra drüben Holz reingeschmissen. Ja, hier in der Truhe liegen aber auch noch 58 Kohle. Ja, ich habe auch noch 23 einstecken. Wenn nicht, machst du halt neue Kohle. Nicht immer nur weinen. Oh, wir haben keine Kohle mehr. Oh, Hilfe. Das bringt ja auch nicht weiter. Boing. So. Überfüllt. So, dann lasse ich mal die Kohle hier, das Kupfer und das Zinn. Und das Holz. Guck mal, hier drüben ist ja auch Platz in der Kiste. Können wir noch mehr Holz rein tun. Und den Stein. Dann gehen wir wieder ein bisschen Kupfer holen. Und dann können wir unseren Knüppel ein bisschen stärker machen. Ich meine natürlich den bronzenen Streitkolben, ja? Nicht einfach Knüppel. Das kann man so nicht sagen. Also, kann man schon, habe ich ja gemacht, aber, ne? Das ist falsch. Einfach falsch. Wie weit bist du mit deiner Spitzhacke? Ich will noch 7. Oh ja. Wir haben da auch noch Dings stehen, noch Certling Course. Also du kannst auch eine zweite Schmelze noch daneben stellen. Ja. Mach das mal. Dann können wir nämlich parallel mein Kupfer und mein Zinn auch schon schmelzen. Dann geht das alles etwas schneller. Was biegt denn so viel, die scheiß Kohle? Ja, die hat's in sich. Jo. Steine kloppen. Und so einen kleinen Milchshake mitnehmen sollen hier zum Energieaufbau. Oder eine Zwiebelsuppe. Vorzüglich diese Zwiebelsuppe. So. Spitzhacke mal ein Level gestiegen. Was? Au! Hast du auf mir auf den Hinterkopf zu hauen, nur weil ich dich mit dem Pfeil gestern Nacht beschossen habe? Jetzt wird gespeichert und dann gibt's aufs Maul. Weg da. So. Ja, ja, hau du ruhig mit deiner Steinkeule. Ich hab Bronze. Bitch. Hat er gedacht, er kann mir was anhaben. Immer diese streitlüsternen Berserker. Aber ich war eigentlich damit beschäftigt zu essen, für mehr Ausdauer. Andere Schmiede steht. Schmelze. Meine ich doch. Sehr gut. Füttere sie. Nein, Grauzwerg. Der möchte sich das halt auch mal angucken, was du gebaut hast. Darf er aber nicht. Ja gut, dann bring ihn um. Habe ich schon. Ganz logische Schlussfolgerung. Die Krautzwerge sind auch böse und gemein. Das weiß man ja.
Getrieben von purer Boshaftigkeit. So. Bist du zu schwach, ist der Loot zu viel. Oh, nochmal draufhauen. Bin ja immer noch dafür, dass die Stärke auch mitlevelt wie alles andere hier in diesem Spiel. Einfach, wenn man immer viel trägt, immer ein bisschen mehr tragen kann. Er kann ja wegen mir auch einfach nur ansteigen, wenn das Inventar komplett voll ist. Oder nur, wenn man überladen läuft. Das wäre ja auch noch in Ordnung. Ach ja, Kuba-Globben. Das heißt, unser nächstes Ziel, wenn wir das hier alles so hinter uns haben, ist dann nochmal Silber holen, damit wir uns die beiden Helme machen können. Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Sehr schön, sehr schön. Das klingt doch nach einem Plan. Ich habe jetzt auch meine Spitzhacke. Wissen wir eigentlich, ja, wir wissen noch nicht, wo die Drachenmutter ist, oder? Nee. Du hast die Spitzhacke? Perfekt. Ja. Ich habe die Spitzhacke. Die Spitzhacke? Die Spitzhacke. Naja. Okay, ich habe nochmal 20 Kupfer. Mehr kriegen wir jetzt nicht rein, weil wir zu schwach sind. Armes Putt-Putt. Absolut armes Putt-Putt, ich sag's dir. Ich würde tatsächlich auch gleich nochmal kurz ein paar Eisen holen, dass wir insgesamt 100 Eisennägel haben, dass wir uns das große Boot bauen können. Weil wir haben erstens kein Portal mehr, was in eine Ebene führt. Das geht gar nicht. Und außerdem brauchen wir ein großes Boot. Wir sind Wikinger. Gibt es denn noch ein größeres Boot als das? Als das, was wir hatten? Ja. In der einen Truhe hier dürften Eisennägel liegen. Nimm die mal. Oder wo wir eben waren? Ja. Also warte, ich kann auch kurz mal gucken. Nicht, dass du jetzt umsonst läufst, aber ich meine, hier würden welche liegen. Ich bin sowieso zu spät. Ich bin jetzt ins Portal gelaufen. Sehr vorbildlich. Hallo, Krautzwerg, so nicht. Oh, ein Drachenbett. Oh, ein Langschiff. Na, ein Rüstungsständer. Genau das Schiff ist das, was ich gerne hätte dann. So, was? Ah, da ist noch Kupfer, das verhindert das Teleportieren. What the fuck? 100 Eisennägel, 10 Hirschfell, 40 Edelholz, 40 uralte Rinde. Ja, also die Eisennägel haben wir schon 50. Da fehlen, also wir brauchen noch 5 Eisen halt. Hui! Ich will mir so ein Bett bauen, so ein. Da! Ah. So ein Drachenbett. Was brauchst du dafür? Na, 40 Edelholz, 7 Hirschfell, 4 Wolfspelz, 10 Federn und 15 Nägel, Eisennägel. Ui, das hält sich ja sogar noch in Grenzen. So, bald hier mal wieder Holz holen, wenn wir so viel Kohle produzieren. So, und ab zurück. Ab in den Sumpf. Ah, sprinten. Du hast keine Kohle. Ja, ich bin broke as motherfucker, ich weiß. Ja, ich bin sprinten bei 19. Herzlichen Glühstrumpf. Du? Warte, sprintern bin ich bei 23. Was? Ja. Sag doch, wenn ich eins kann, dann ist es wegrennen. Professioneller Wegrenner. So.
Sehe ich da Gratis hier denn? Sehe ich da Gratis hier? Bist du der Powerhirsch? Oh, ich habe falsch geguckt. Ja. Ich habe statt Sprinten, habe ich Springen geguckt. Ich bin Sprinten 31. Geht mir ähnlich, ich bin nämlich Sprinten 32. Ja, du bist 32. Du hast eben gerade noch gesagt, du bist 23 oder so. Ja, rat mal, wer auch bei Springen geguckt hat. Ich würde jetzt sagen, zwei Dumme, ein Gedanke, aber... ne? So, das essen wir mal für Platz im Inventar. Da haben wir keine Surtling Cores drin. Da haben wir Surtling Cores. Da können wir nämlich hier auch mal noch eine Dings wieder hinbauen. Hätte nie gedacht, dass hier das Ganze nochmal so aktiv wird. Brauchen wir aber erstmal noch ein paar Steine für, aber ist ja kein Problem. Hier steht ja so ein kleiner Fels rum. Den können wir mal weghauen. Wollen wir quasi da mal schlafen gehen? Ja, können wir machen. Die Folge ist eh vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, ich hau kurz den Stein noch weg. Dann kann ich das hier nämlich über Nacht laufen lassen. Und dir sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht es weiter mit der nächsten Folge. Bleib gesund. Hau rein. Und bye bye. Tschüss. Duh. Da kommt auf einmal ein Skelett. Hilfe. Geh weg. Ich bin doch gerade am Bauen, Skelett. Stör mich doch jetzt nicht. Wo kam das denn jetzt her, bitteschön? Weiß nicht. Habe ich jetzt hier noch Holz irgendwo? Aber egal. Tschüss. Tschüss.